Hallo, Medley 3000 hier. Nach wie vor spiele ich UFO Alien Invasion. Mittlerweile bin ich schon bei Folge 46 angekommen. So, es geht weiter. Wir haben wieder mal ein UFO entdeckt. Ja, wie sollte es anders sein? Ich lasse es mal ein bisschen näher kommen. Terrormission in Shanghai. Ja. Wenn es weiter nichts ist. Upsi. Was halten die denn von uns? Asien ist noch zufrieden. Okay. Ich kümmere mich erstmal um das UFO hier in Europa. So, komm her, du Schlingel. Und da hat es uns entdeckt. Da kommt schon das nächste. Ja, willkommen zur Party. Komm, holt das runter! Holt das runter! Uff. Ah, die Abwehranlage scheint einiges zu bringen. Und da kommt schon der nächste Bursche. Haben sogar eine größere Reichweite als die Laser. Aha. So. Auch den haben wir erwischt. Weiter geht's. Forschungsprojekt abgeschlossen. Sehr schön. Der Anzug ist erforscht. Aha. So. Bist du denn? Nee, das ist er nicht. Da ist er. Ah, der sieht schon sehr solide aus. So. Ich scroll mal wieder. So, was kann der denn so? Ja, ich glaube, das ist Ohr. Das ist, glaube ich, deutlich besser als die Gefechtsrüstung. Oh ja. Sehr schön, der, das will ich doch haben hier. Das mal alle Ingenieure aufgepasst. Ihr kriegt Arbeit. So. Nee, nicht kaufen. Produzieren. Ach so, die machen ja noch die Lasergeschützen. Ja, die sind natürlich auch wichtig. Gut. Aber danach, auf jeden Fall. So, Rüstung. 84 Stunden für eine. Oh. Naja. Gut. Ich würde sagen, erstmal 8 Stück, damit jeder eine kriegt für den Einsatz. Ja, okay. Dann haut mal rein hier, Jungs. Tempo. Ja, weiter. Ah, ich. Ich hab was vergessen. Die Forscher brauchen doch wieder Arbeit. So.
Was machen wir denn jetzt? Ah, ich würde sagen, ich will auch noch den schweren Laser haben. So. Dann haben wir das vollzählig. Und ja. Wir wollen ja schließlich wissen, was der so drauf hat. Und danach, denke ich, werde ich hier mal ein außerirdisches Artefakt erforschen. Weil die können wir dann ja zumindest auf dem Schlachtfeld einsammeln. Und müssen die nicht immer selber produzieren. Das macht Sinn. So, okay. Was war hier los? Labor in Asia. Defense. Fertig. Mhm. Und die Kommandozentrale braucht nur 5 Tage. Ja, dann hole ich mir hier 10 Forscher. Forschen können sie aber nicht. Warum? Weil sie eine Kommandozentrale brauchen. War ja klar. Na gut. Egal. So, zurück in Europa. Und weiter geht's. Und das nächste UFO. Lässt natürlich nicht auf sich warten. So, Freunde, was habt ihr denn vor? Boah, sind die schnell. Ich würde sagen, es gibt eine Terrormission in Australien oder Afrika. Und das nächste UFO. Hallo Kumpel. So. Und wieder abfangen, bitte. Jetzt? Aha. Na, komm her. Und das war's. Ins Meer gefallen. Haha. So. Gefällt mir. Ja, und schon der nächste. Die müssen die ja am Fließband bauen. So. Das 46. UFO, das wir schon entdeckt haben. Meine Güte, und es sind... Oh, wie viele Monate sind vorbei? 3 oder 4? Ja, schön. Angelockt.
So, ich muss doch mal sehen. Irgendwas gab es doch nicht zu kaufen. Dies ECM oder wie das heißt. War das nicht so? Genau. Der hat kein ECM. Okay. Kann ich das jetzt kaufen? Nee, kann ich nicht kaufen. EGM heißt das. Genau. Ich habe. Einbauen. Lasergeschütz bitte einbauen. So. Jawohl. Okay. Gut. Eine Terrormission. Okay. Ja, die spiele ich. Da geht's gleich los. Ja, hier gibt's ja eigentlich nicht viel Neues zu tun. Die müssten alle noch fit sein. Ich gebe dem auch mal eine Laserwaffe. So, die Flinte hat ausgedient. Ja, du. Oh! Zeit rum. Also, bevor wir gleich die Terrormission beginnen, mache ich gleich Schluss für heute. Beziehungsweise jetzt für diese Folge. Ich nehme ja immer mehrere Folgen hintereinander auf. So, komm, kriegst noch eine. So. Und dann geht's gleich zur Sache in Basra. Im Irak. So. Also. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.